Kennen Sie einen, bei dem ich Arbeit finde? Ja, bei dem sie Arbeit finden. Ich kann jetzt nicht noch eine vierte Person bei mir, eine dritte Person bei mir Ja, aber beschäftigt vielleicht kennen ist. Sie einen, der Arbeit tut. Der eine. Fragen Sie mal beim Hans-Peter nach, Okay, gut. Das wäre ob schon. der vielleicht noch eine Aushilfe braucht für den Händler. Ja, Dass wir bei gut. dem irgendwie Azubi machen. Oder Praktikant oder so. Gut, dann Ihnen noch einen schönen Tag. Jupp, ebenso. So, Albert, gehen wir gerade mal rüber zum Herrn Richter, zum Herrn Schneider. Nee, ich gehe mal zum Herrn Schneider. Oh, schönen guten Tag, Herr Schneider. Hallo, Herr Schneider. Hallo. So, jetzt kommt gleich der Herr Neumann. Ja. Der würde meinen Traktor an den Herrn Albert weitergeben, der hier gerade neben mir steht. Und dann müssten Sie den Herrn Neumann und mich nach Grünstedt fahren. Jo, passt. Wissen Sie denn noch, wo Grünstedt ist? Ja. Ja, das ist gut. Kennen Sie auch das Café am Markt dort? Jo, Soll warte, nämlich muss. ganz gut sein da zum Essen. Ja. Zum Frühstücken. Ah, ich hoffe nur, dass der gleich kommt. Ja. Wie geht's Ihnen sonst, Herr Schneider? Ja, ganz gut und Ihnen? Auch alles Paletti. Moment. Ja, das ist recht. So. Ach ja, warum? Wissen Sie eigentlich, wie es ausschaut, wenn man Bio machen möchte, den Hof? Also auf Bio. Oh, das notiere ich mir gleich mal für den Gemeinderat, was wir da Weil. für Ansprüche haben. Ja. Biohof-Zertifikat. Gerade mal Tagesordnung. Weil ich treffe mich sowieso gleich mit dem Neumann und dann bequatschen wir sowas. Also nach Grünstedt geht's dann, oder? Jawohl. Falls der Neumann hier gleich mal auftaucht. Hofft, der kommt bald. Wo dann genau? Zum Oh Medica? nee. Kommt er jetzt tatsächlich hier doch mit dem Großen hier vorbei? Nee, beim. Ja, ziemlich genau hinter der Edeka muss man. Jetzt kommt er doch mit dem Okay, passt. großen Dinger. Aber das passt eigentlich. Ich hab gesagt, ich brauche 300 PS, ey. Voll, kann man anrufen. Folge Warum? Hallo? Hallo? Ja, Jürgen? Wo bist du da? Ich bin beim Händler. Wo bist denn du? Ja, unten bei dir, am Wald. Ich hab doch gesagt, ich habe keine Zeit. Ja, Mensch, hat war abgemacht. Ja, okay, Taxi habe ich sowieso gleich am Start. Dann fahre ich mit dem Taxi rüber, dann bin ich gleich da. Okay. Gut, bis dann. Tschüss. Ja. Holger, ist das der große Traktor? Ja, die 300 PS. Ja, das war ein Ja, bisschen größer. ist auch besser wie nix, ne? Volker Varuna? Volker, ich habe jetzt den Hänger und ein Sägewerk abgestellt. Ich fahre jetzt in den Wald. Jo, warte mal. Hast du Paletten? Ja, nee, passt. Fahr in den Wald. Ich bin auch gleich dort. Jürgen, der wartet da schon. Der kommt da runter zu deinem Hof, ne, Volker? Tschüss, Sani. Jupp, den runter zum. Neumann, ich wollte 300 PS, nicht 600. Es gab keinen mit weniger. Die anderen hatten zu wenig PS. Okay, das. Aber das. Und dann die Sämaschine. Ja, hast du irgendwas gesagt, ne? Ja. Weißt Ja, die Pronto DC9. 9 DC. Welches Feld Auch denn? dafür nur? Ja. die 109. Jo. Herr Was ma Schneider? was 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 machen wir denn da drauf? Herr Schneider, können Sie mich Ja, was Geld bringt, zum ne?
Sojabohnen. Frei fahren. Gerade habe ich keine Zeit. Jo, mach ja. Sojabohnen, passt. Rad gut, hast du das auf dem Hof oder? Müsste noch was drin sein. Hoffe ich. Vielleicht später. Ja, dann laufe ich darüber. Dann fahre ich schon mal runter, ne? Jo, passt. Bis dann. Tschö. Tschö. So. So, ich habe das Taxi für uns gebucht. Wir müssen allerdings einen kleinen Umweg machen. Setzen wir uns beide hinten rein, oder? Ja. Moment. Ach. Geht das gar nicht? Wie, warte. Jo. So, jetzt. Okay. Lassen wir uns mal richtig chauffieren hier. Ja. Achtung! Ja. Oh. Der schöne Case. Der da. Du fährst rechts, du hast Vorfahrt. Bitte zu Wald 12. Ja. Sie wissen schon, dass Sie Schweigepflicht haben, wenn Sie hier den Gemeinderat transportieren, oder? Ja. Ja, und also Sie hören jetzt mal weg. Ja, ich wollte nur schauen, wo der Wald. Also da unten. Geradeaus Richtung durch Feldkirch durch. Marlon? Ja. Unser Frühstück muss, glaube ich, leider ausfallen. Geradeaus. Nein, Sie fahren falsch. Ja. Wo haben Sie denn den Taxischein gemacht? Ja, Wald 12. Wald 11, tut mir leid. Falsche Fahranweisung. Muss ich jetzt runter zum Wenden? Ja, können Sie machen. So, wir müssten jetzt kurz die Besprechung machen für den Gemeinderat. Jo. So, Nummer 1 auf der Tagesordnung. Hast du den Zettel dabei? Ja, ich habe den Zettel dabei. Aber ich muss sagen, hier sitzt man angenehm. Alles gut. Sieht man mal die Stadt von der, das Land mal von der anderen Seite. Jo. Herr Schneider. Ja. Sie fahren im Kreis. Und hier ist 30. Ich sage Ihnen, aber wir zahlen jetzt hier nicht Kilometergeld. Danach. Geradeaus rechts. Ach, muss ich jetzt Navi spielen, ey? Rechts abbiegen. Ja, ihm doch. Nächste links, dann nochmal links. Ja, ja. Jetzt weiß ich schon Bescheid. Ja, hoffentlich. Oh, mir wird schon schlecht, ey. Oh! Der hat sich auch verfahren, oder wie? Wo fährt der lang? Oh, meine Herren. Also, Neumann, wir müssen mal vorwärts kommen. Ja. Nee, hier gibt's, auch oben auf der Straße gibt's, beim Bauhof gibt's einen, passen Sie auf. Aber vielleicht könnte man das auch dann als Gemeindefahrt verbuchen. Also, Tagesordnung 1, Zuständigkeiten. Du bist ja zuständig schon für die Kredite, gell? Genau. Das ist gut, dass der Herr Schneider hier gerade drin sitzt, weil der Herr Schneider hat auch einen offenen Kredit. Best, ja. Tja. Der war, weißt du noch, über wie viel der war? 92.400. Okay. 92, ich dachte etwas 80.000. Nee, nee. 84 genommen plus Zinsen. Eben. Ah. Genau, und ich habe ja auch einen Kredit offen. Ich muss knapp 130 zurückzahlen. Jo. Dann müsste man noch gucken wegen Produktionen. Die würde ich dann an den Mann bringen, dass die Gemeinde auch Geld verdient. Ja. Und jetzt bin ich noch am Überlegen, was man dem Müller noch aufs Auge drücken könnte. Einmal bitte die nächste links abbiegen. Was können wir denn dem Müller noch aufs Auge drücken? Die Stadtverwaltung. Ja, das finde ich gut. Also zum Beispiel dann Punkt 3 auf der Tagesordnung. Kredite haben wir jetzt gerade schon besprochen, was alles offen ist. Naja, wie wollen wir das mit der Zurückzahlung machen? Stimmt, das fehlt auch noch. Ja, am besten gar nicht zurückzahlen. Sie hören nicht zu, Herr Schneider, Sie sind nicht da. Sie fahren nur. Genau. Sie sind eins mit dem Auto. Okay. Zurückzahlung, ja. Alle 4 Wochen ein Teilbetrag? Oder alle 2 Wochen? Ja, alle
Alle zwei. Oder alle drei. Ja, auf was einigen wir uns? Vier ist ein bisschen zu lange auseinander. Zwei würde ich schon sagen, zu nah beieinander. Also ich würde schon drei sagen. Jo, dann machen wir drei. Alle drei Wochen und wie viel? Minimum 5% oder 10%? Ja. Ja, hier können sie uns rauslassen. Achso, nee, warte mal, Herr Schneider, wir brauchen sie immer noch, gell? Wir müssten noch ein bisschen hier warten dann. Ja. Okay, sie können ja ein bisschen Päuschen machen. Jo. Machen sie den Motor aus. Volker Varuna, hallo. Guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung, ist der Herr Neumann gerade da? Achso, ja, ich gebe sie weiter. Falsches Telefon gehabt. Entschuldigung. Hallo? Hi Marlon. Kraxel, Kraxel. Jürgen, hallo. Oh, moin, ja. Sunny, hallo. Der Jürgen klettert gerne auf Bäume, hi. Jo. Gut, also, hast du auch was zum Markieren dabei? Ich? Jo. Nö. Ich hab gesagt, du brauchst was zu markieren. Warum? Ja, wie willst du denn hier die merken, was ich dir jetzt auftrage? Das kriegen wir schon hin. Mach doch einfach an den Baumstümpfen fest. Ja, warte mal, ich guck mal gerade was. Hallo? Wer sind Sie denn? Hallo Neumann. Das könnte ich Sie jetzt auch gerade fragen. Ich bin der Herr König. Warte mal, ich hab doch hier ein paar. Jürgen, komm mal mit. Ja? Wir machen das folgendermaßen. Wir machen uns hier ein paar Stückchen. Mhm. Willst du Straße machen oder was mit dem Kies? Ja, klar. Ich muss ja hier den... Achtung, pass auf, deine Füße auf. Fang mal an, da wo die 2 Grad... Ne, warte mal, ich muss mal gerade gucken. Hier. Fang mal hier an. Da unten! Ja, hier muss die Straße mehr oder weniger rein. So weit wie geht. Aua. Ja, pass auf. Machen wir das so. Hier zeigt die Fahrtrichtung an, okay. Ist egal, das ist, geht nur in eine Richtung. Dann kannst du den nächsten schon... Ich brauche hier halt, weißt du, so ein Parcours für die Fahrschule. Mhm. Scheißdinger, ey. Ja. Wo bist du denn, Jürgen? Hier oben, wo die Einfahrt ist. Ja, so nah brauchst du nicht zueinander. Das siehst du ja. Ja, so ist gut. Ganz schön schwer, die Teile, ey. Ja. So. So, hier lang. Dann hier an den Bäumen vorbei. Hier liegt der nächste. Hm. Ja. Dann fahren wir hier einmal um die Bäume jetzt gerade rum. Also hier um die Wurzeln, ja. Ja, kannst auch erstmal den Kies drüber schmeißen. Okay. Die mache ich nachher weg, die Wurzeln. Jo. Dann gehen wir einmal. Ach. Warte mal, ich laufe mal rückwärts, das ist einfacher. Hier rum. Dann gehen wir hier zwischen den zwei Bäumen durch.
Ja. Ja, hier zwischendurch. Ja. Mhm. Moment, muss noch ein paar Klötze absägen. Bleibst du am... Ups. Bleibst du am Waldrand? Leg den mal... Ja, bleib einfach hier am Waldrand erstmal. Dann gehst du hier durch. Da durch. Ja, ja. Nimm den gerade mal mit. Weil man muss hier gerade mal das Gelände abstecken für Ding. Für die Fahrschule. Ja. Boah, sind die Dinger schwer hier. Ja, es gibt Muckis. Also hier durch und dann direkt hier wieder raus. Und zur Ausfahrt. Ganz ruhig ein bisschen Schlangenlinie machen. Okay, komm mal hin. Und dann, dann wäre es gut, wenn wir hier hinten nochmal reinkommen. Warte mal. Sunny, komm mal gerade mit. Mit dem Stamm. Wohin denn? Hierher zu mir. Dass das Ende vom Stamm bei mir ist. Machen wir uns die Arbeit einfach, Jürgen. Mhm. Noch ein bisschen. Gut. Runter. Gut. Nicht rauslassen. Lassen drin. Oh, ganz 5 Meter zurück. Dann machst du hier bitte noch eine Abzweigung rein. Ja, eine Kreuzung, ja. Ja, also von dem äußeren Ring hier rein. Hängst am Baum. Na warte, kann ich den gleich anders ansetzen? Eine Kreuzung hier hoch, ja. Bis hier ungefähr. Ja. So als Parkbucht, weißt du? Ja. Wenn ich mehr Geld habe, dann musst du hier noch mehr bauen. Also bis hier hin und dann erstmal nicht mehr weiter, oder was? Genau, nur so als Einfahrt, dass man hier reinrangieren muss und dann wieder rückwärts raus. Mhm. Ja. Bisschen. Gut. Dann bin ich jetzt mit dem Neumann nochmal beschäftigt. Jo, mach das. Ich fange dann schon mal an. Jo, Sunny. Ja. Die kleinen Dinger, die hier liegen, die musst du liegen lassen. Das ist die Markierung für den RaceX. Ja. Okay, ich muss jetzt nochmal mit dem Neumann quatschen. Dass ich mit der Poltergabel zurechtkomme. Jo. Gott, ich könnte wetten, das wird wieder nichts. Ach, das passt. Jetzt hoch. Ja, das war zu weit. Ja, du machst das schon. Nein. Muss los. Tschüss. Ja.